Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin auch der Meinung, dass in dieser Koalition am Ende ein großer Wurf stehen wird. Also dieser Koalitionsvertrag wird Impulse setzen. Er wird Bayern moderner und zukunftsfähiger machen. Er wird uns auch ökologischer machen. Er wird mehr Bürgernähe reinbringen. Er wird die kommunale Schiene deutlich stärken. Es wird das Thema Familie ganz groß rauskommen und es wird auch das Thema Energie im weitesten Sinn auch neu gedacht werden. Ich glaube, dass wir damit Optionen in der Hand haben. Nochmal, wir machen hier nicht Bundes- oder Weltpolitik, sondern wir haben als Landespolitiker bei großen ideologischen Themen häufig auch gar nicht so den Hebel, sondern wir müssen das machen, was machbar ist. Also hier die Politik durchaus als Kunst des Möglichen. Trotzdem werden wir das ganz gezielt angehen. Ich sehe hier in der Qualität der Beratungen sehr erfolgversprechende Ansätze. Also wir bleiben nicht an der Oberfläche, sondern greifen all das auf, was wir die letzten Monate und Jahre ja von den Bürgern zugetragen bekommen haben und versuchen hier auch teilweise kleine Themen abzuarbeiten und Unzufriedenheiten zu lösen, Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Konstellation, auch deshalb, weil wir aufgrund unserer bürgerlichen Mitte, die wir beide vertreten, eigentlich den Grundkonsens haben und nicht über Kreuze und solche Dinge Grundsatzdebatten führen müssen, sondern an den Sachthemen sehr schnell angekommen sind. Und damit, glaube ich, ist auch die Qualität der Arbeit eine deutlich bessere, als wenn man ideologisch schon gar nicht zusammenfindet. Also eine politische Schnittmenge ist hier deutlich gegeben. Und jetzt ist einfach dieser Aspekt der Qualitätsverbesserung, wo ich auch der Überzeugung bin, dass wir Freien Wähler durchaus als Qualitätsverbesserer in der Landespolitik auftreten können, Dinge mitbringen können, die vielleicht eine Partei alleine nicht kann. Also in der Kombination sind wir besser als einer alleine. Auch davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass wir ein Signal senden können, wie Politik laufen kann. Politik muss nicht immer im Streit sich ergießen. Nochmal, wir liegen uns nicht in den Armen, bisher haben wir es nicht getan. Wenn es ein Bild gibt im Internet, wo er mich von hinten im Arm hat, weiß nicht, ob er mich da umarmt oder erdrücken will, ich weiß es nicht. Das ist auf alle Fälle eine Bildzusammenstellung. Schaust du mir da drauf auf eine das Bild? Eine Bildzusammenstellung, die es bisher in der Realität so noch nicht gab. Aus Sicht der Freien Wähler hoffen wir, auch unsere wichtigsten Themen umsetzen zu können. Ich habe hier bisher den Eindruck, dass wir auch bei unseren Kernthemen deutlich vorankommen und hier keine Themen diesbezüglich überschritten werden, dass wir am Ende sagen müssen, das geht gar nicht mehr. Wobei wir natürlich bei einigen großen Themen auch noch nicht ganz beisammen sind, aber unterm Strich, wir haben deutlich mehr jetzt in der Umsetzung, als ich umsetzen könnte, wenn wir nicht mitregieren. Und ich bin auch der Überzeugung, am Ende wird das Ergebnis ein gutes sein. Wir machen täglich unsere Arbeit. Wir haben uns auch bewusst entschieden, ein bisschen Gegenmodell zu anderen solcher Verhandlungen zu machen. Das liegt zum einen daran, dass wir, was ich sehr positiv finde, dass keine Außeninformationen stattfinden, sondern wir arbeiten in der Gruppe sehr engagiert. Wir haben auch keine zig Untergruppen gebildet, wie es in Berlin beispielsweise der Fall war, mit täglich 3 Berichterstattungen darüber, zum Teil auch widersprechenden Ergebnissen der jeweiligen Untergruppen. Das wollen wir ganz bewusst nicht machen. Wir machen täglich 3 große Blöcke und es kommt gut voran. Wir machen jetzt aber keine Detailinformationen, weil am Ende ist ja so, am Ende wird immer alles nochmal übereinander gelegt. Es wird entschieden dann erst als alles vereinbart, wenn alles tatsächlich miteinander abgestimmt ist. Das ist auch für ein seriöses Miteinander notwendig. Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die haben wir schon, glaube ich, sehr gut auf den Weg gebracht. Manches müssen wir noch lösen. Unser Ziel ist halt auch einfach, muss man sagen, tatsächlich auch den Wählerwillen zu reflektieren, den mit aufzunehmen, trotzdem aber Stabilität und Kontinuität mit Erneuerung zusammenzubringen. Ich glaube, das ist der sportliche Auftrag, den uns die Wähler gestellt haben. Und den, so sehe ich das im Moment, können wir ganz gut erfüllen. Sie haben den ausgeglichenen Haushalt angesprochen, der über allem steht. Gibt es da irgendwie Herausforderungen bei allen Forderungen des möglichen Koalitionspartners? Es ist ja selbstverständlich, dass ein neuer Koalitionspartner auch seine eigenen Ideen und Wünsche mit einbringt. Ist ja selbstverständlich. Da gab es einen Wahlkampf, da gab es auch klare Positionierungen. Und da gab es ja auch manches, was sehr klug formuliert ist. Also ich sage das jetzt ganz ausdrücklich. Es ist auch ganz wichtig, dass man eine neue Herangehensweise an bestimmte Themen sieht.
auch da, man lernt in einer Koalition immer dazu, das sage ich auch ganz ausdrücklich für mich. Und insofern muss man am Schluss einfach alles übereinanderlegen und dann überlegen, wie was gemacht werden kann. Aber ich glaube, da werden wir am Ende schon zusammenkommen. Also der Euro kann nur einmal ausgegeben werden, dessen sind sich beide Seiten bewusst und jede Seite will natürlich seine Kernthemen irgendwo ins Ziel bringen. Trotzdem sind wir beide verantwortungsbewusst genug, hier den Haushalt nicht zu überstrapazieren und Mindestreserven zu lassen, damit dieser Staat immer handlungsfähig bleibt. Genau. Auch wenn jetzt einzelne Themen nicht versucht werden sollen, Sie haben es beide gesagt, aber Sie beide haben explizit die Familienpolitik angesprochen. Das klingt schon nach einer gewissen Einigkeit, da hätte man ja auch Probleme erwarten können, zum Beispiel kostenlose Kita. Was ist denn da so der? Also das Ziel ist insgesamt, wir sind noch in allen Punkten fertig, aber wir sind uns sehr einig davon, dass wir die Situation für Familien deutlich verbessern wollen. Schauen Sie, wir haben ja so 3, 4 noch große Themen, auf die wir eine Antwort brauchen oder eine bessere Antwort oder noch eine stärkere. Das ist einerseits das große Thema Verkehr, das ist das Thema Wohnen, wo wir uns in beiden Fällen sehr engagiert widmen werden und auch das Thema Familie. Die wichtige Herausforderung ist es zu schaffen, dass wir für ganz Bayern ein Konzept finden, das den jeweiligen Lebensentwürfen gerecht wird, auch den jeweiligen Regionalitäten, Stadt und Land, das ist ganz wichtig. Die Situation in München ist eine andere als im ländlichen Raum. Beides muss eine Antwort finden. Und was mir auch ganz wichtig ist, und das ist der gemeinschaftlich getragene Anreiz. Wir haben einen freiheitlichen Ansatz. Also wir sind keine Koalition, die mit Verboten operiert, sondern mit Angeboten, mit Hilfestellungen und die auch keine Vorschriften macht, wie man zu leben hat. Also das, was, glaube ich, das Spannende ist, ist die breite Offenheit dafür, die Lebensrealitäten der Menschen anzunehmen. Und da gibt es unterschiedliche Instrumente. Bei einigen sind wir uns sehr weit in der Einigung, bei einigen arbeiten wir noch dran. Aber der Grundtenor ist klar, es wird ein großer Aufschlag für die Familien werden. Das sehe ich auch so, dass wir bei Familien ja vielen verschiedenen Sichtweisen gerecht werden müssen. Die einen sagen, ich lasse das Kind länger zu Hause und will Geld dafür. Und der andere sagt, ich habe nicht Zeit, aufs Kind aufzupassen, ich muss in die Arbeit gehen. Jetzt müssen wir eben versuchen, diese verschiedenen Sichtweisen trotzdem möglichst für alle zu beantworten und nicht zu sagen, ich finde nur Antwort für die einen oder für die anderen, sondern Familie ist das Kernstück einer guten Gesellschaftspolitik. Wenn wir dort nicht den großen Wurf hinbekommen, wird uns das einholen und wird weiterhin Unzufriedenheit in der Fläche halten. Wir müssen den Familien entgegenkommen. Nein, das glaube ich nicht, das wollen wir uns auch nicht überfordern, aber wir werden auf jeden Fall, also das ist unser klares Ziel, in den gesteckten Zeitplänen nicht nur der Verfassung bleiben, vielleicht ein bisschen eher, das wird man zeigen. Im Moment jedenfalls sind wir mehr als im Zeitplan. Das ist eine Frage der Detailverliebtheit. Natürlich die ganz großen Linien hätten wir vielleicht in 2, 3 Tagen gezogen. Jetzt ist die Frage, wie weit geht man in einem Koalitionsvertrag in die Details? Ich bin durchaus dafür, hier noch einige Details nachzujustieren, die wir bisher noch liegen gelassen haben. Aber das letzte Detail werden wir nicht bringen können. Dafür gibt es dann auch künftig Koalitionsausschüsse und sonstige Absprachen, wo ja auch der eine ohne den anderen nichts machen kann. Jetzt kann man es im Vorfeld nur absichern, damit man am Ende nicht lahmgelegt wird, sowohl wir ihn oder eher uns. Aber insofern glaube ich, dass wir hier trotzdem das Grundvertrauen bisher haben, dass wir nicht meinen, wenn eine Zeile sich nicht im Koalitionsvertrag findet, dann ist es die nächsten 5 Jahre gestorben, sondern wir werden auch orientiert an den haushalterischen Möglichkeiten sinnvoll weitere Projekte auf den Weg bringen können. Aber nochmal, Ende dieser Woche wird irgendwo der Berg überwunden sein, aber dann geht es in die Endabstimmung und ins Ausschmücken und in die Details. Wenn ich ergänzen darf, der Hauptunterschied ist folgender. Wenn du eine Koalition machst wie in Berlin mit im Prinzip ideologisch völlig unterschiedlichen Partnern, ist der Koalitionsvertrag quasi das Dokument, auf das sich jeder verpflichten muss, an dem man nicht mehr ausweichen kann. Das, was für uns ja die Entscheidung war, mit den Freien Wählern eine Koalitionsverhandlung einzugehen, ist, dass wir glauben, dass ein gemeinschaftlicher Geist, der dahinter steht, der bürgerliche Geist, dass der auch ein ausreichendes Fundament an Gemeinsamkeiten bietet, viele kleine Detailfragen miteinander in einem guten Einvernehmen zu lösen. Also beispielsweise, nehmen wir typischer Fall innere Sicherheit. Da gibt es auch Detailunterschiede, die man bereden muss. Ja? Aber die Grundüberzeugung, für einen Schutz einzutreten, für gemeinschaftlich hinter der Polizei zu stehen, solche Sachen, das ist halt spürbar. Und deswegen erleichtert es auch vieles andere, oder beim Wohneigentum, beim Bauen und Ähnliches mehr, oder beim Bekenntnis auch zum ländlichen Raum. Da sind so viele Gemeinsamkeiten in der Sache dahinter und auch von der Grundeinschätzung. Deswegen ist das eine der Koalitionsvertrag, wo wir die Leitlinien bestimmen werden. Und dann gibt es auch manches, was sich eben einfach in der täglichen Arbeit erweisen wird. Das heißt, ich habe es so verstanden, dass es
Jeden Tag wird geklärt. Genau, Herr Aiwanger, Sie haben ja am Samstag, glaube ich, einen Parteitag von den Freien. Ja, das werde ich wohl anstreben, dass wir bis dorthin unsere Leib- und Magenthemen hoffentlich soweit unter Dach und Fach haben, dass ich vor meine Mitglieder treten kann und sagen, ich sehe jetzt bei den wichtigsten Themen den Durchbruch so weit gegeben, dass es für uns besser ist, wir regieren mit, als wir regieren nicht mit. In Abgrenzung zu Lindner, der dann ja gesagt hat, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Also ich glaube, dass wir am Ende soweit sind, lieber zu regieren, als zuzuschauen. Und damit vielleicht sich den Vorratsbeschluss für die Landesvorstandschaft noch holen werden und das Vertrauen dann in den Vorstand zurückgeben. Es sei denn, man sagt, wir sind noch zu schwammig und wir machen nochmal eine Landesmitgliederversammlung, was ich aber eher nicht glaube. Ja, im Endeffekt das zu verdichten, was wir in den letzten Jahren begonnen haben. Also wir werden dann Bundespartei. Gell? Welche Ergebnisse erwartest du in Hessen? Die allerbesten. Okay. Also im Endeffekt geht es darum, wir sind bundesweit organisiert, haben auch bundesweit für die Europawahl kandidiert und schon für den Bundestag kandidiert mit eben diesen 1,0%. Sind 500.000 Wähler, kann man drüber lachen, aber es ist mal der Einstieg. Und daran jetzt wie eine Zwiebelschale im Laufe der Jahre einfach immer mehr Fleisch anzusetzen, es ist ja eine Finanzfrage, wir hatten bisher das Geld nicht, diesen Apparat bundesweit hochzuziehen, aber am Ende irgendwann wird auch der Einzug in den Bundestag gelingen, ob das nächstes Mal ist oder übernächstes Mal, aber wir bleiben da dran. Und ich glaube, eine vernünftige, pragmatische Kraft als Alternative zu anderen ist durchaus sinnvoll, um auch auf Bundesebene irgendwann bürgerliche Koalitionen wieder möglich zu machen, nicht dass hier komische Parteien bürgerliche Mehrheiten zerschießen und dann bürgerliche Parteien auf linke Kräfte zurückgreifen müssen. Mit diesem optimistischen Statement sollten wir jetzt schließen. Ja? Ich danke Ihnen, das reicht jetzt. Ja, wir machen dann nachher weiter. Danke Ihnen.